Wer stellt uns Polen vor? Das ist Krzysztof Kotowski, hat seinen Bachelor in Politikwissenschaft, Soziologie und neuerer Geschichte an der Uni Bonn gemacht, einen Masterstudiengang der Betriebsökonomie an der Hochschule in Wismar. Während seines Studiums gab es viele Forschungsaufenthalte in Warschau und Tunis zum Thema Systemtransformation. Er war Mitarbeiter an verschiedenen Forschungs- und Kultureinrichtungen, beispielsweise am Polnischen Institut in Düsseldorf. Und jetzt ist er leitender Verantwortlicher für Öffentlichkeit und Marketing für den polnischen Nutzfahrzeughersteller Wilton. Außerdem ist er in der deutsch-polnischen Gesellschaft aktiv. Wir freuen uns über eine Einführung in die Parteienlandschaft Polens, komplizierte Strömungen, die begründen, warum Populismus in Polen so populär ist. Ja, hallo zusammen, vielen Dank. Ich möchte Ihnen heute einen kleinen Einblick zur Parteiendemokratie in Polen geben, zur Genese der Parteiendemokratie im aktuellen Zustand und am Ende auch auf Jarosław Kaczyński, also den wichtigsten populistischen Akteur, eingehen und seine Partei Recht und Gerechtigkeit, die ich jetzt im Folgenden nur PiS nennen werde, was dann verkürzt heißt. PiS steht für PiS, Prawo i Sprawiedliwość, also Recht und Gerechtigkeit. Ja, da Polen für viele in Deutschland immer noch ein unbekanntes Terrain ist, geht es nicht ohne bisschen Geschichte. Nur ganz kurz, Polen mag zwar eine junge Parteidemokratie sein, hat ja noch eine lange Demokratietradition, eine lange Verfassungsgeschichte. Das polnische Unterhaus, der Sejm, geht bis ins 12. Jahrhundert zurück. Das adlige Bürgertum hatte Religionsfreiheit, es gab eine progressive Politik. Das erste Bildungsministerium in der Welt wurde in Polen etabliert zum Beispiel. Der Landadel, der 15% der Bevölkerung ausmachte, hat den König frei gewählt. Solche Geschichten, die erste moderne Verfassung Europas ist in Polen verabschiedet worden. Das heißt, es gibt schon irgendeine Grundlage. Polen ist nicht erst seit ein paar Jahrzehnten mit Demokratie vertraut. Und natürlich gab es auch in der Zwischenkriegszeit gewisse mehr oder weniger erfolgreiche, unerfolgreiche Versuche mit moderner parlamentarischer Demokratie. Genau. Machen wir einen Sprung ins 20. Jahrhundert. Nach dem Zweiten Weltkrieg fand sich zwar Polen auf der Seite der Sieger, aber im Einflussbereich der Sowjetunion, hat seine Souveränität eingebüßt, wurde zum Satellitenstaat Moskaus. Die Macht lag bei der polnischen Vereinigten Arbeiterpartei, kurz PZPR auf Polnisch. Es gab natürlich auch zum Schein bestimmte Institutionen, auch das Parlament weiterhin, kleinere Blockparteien, im Grunde ein ähnliches System wie in der DDR. Zum Fall brachte das System einige Entwicklungen in den 80er Jahren, ab 1980. Die wirtschaftliche Lage verschlechterte sich, es kam zu Streiks landesweit, die Oppositionsbewegung wuchs in Form der Gewerkschaft Solidarność, die bis zu 10 Millionen Mitglieder generieren konnte. Das Regime antwortete mit Repression, mit der Ausrufung des Kriegsrechts 1981. 1988 sah es sich an die Wand gestellt und musste mit Hilfe der katholischen Kirche den Protesten Herr werden und hat sich eben dazu geeinigt, Verhandlungen einzugehen mit der Opposition am sogenannten Runden Tisch. Das ist ein Schlüsselmoment für die polnische Geschichte. Vertreter des Regimes und der Opposition haben sich zusammengesetzt und über einen friedlichen Übergang, einen friedlichen Systemwechsel verhandelt, der eben Polen, noch bevor die Mauer in der DDR fiel, eben von der Planwirtschaft, vom Realsozialismus in eine pluralistische Gesellschaft führen sollte. 1989 gab es die ersten halbfreien Wahlen. Ein Teil der Mandate war reglementiert für die PZPR. Die 161 Mandate, die frei wählbar waren, hat die Opposition zu 100% geholt. Erster Ministerpräsident wurde Tadeusz Mazowiecki. Obwohl man im Nachhinein generell positiv über diese ganze Geschichte redet, über diesen friedlichen Wechsel, ist auch der runde Tisch oder die Ereignisse sind eine Ursache für viele Übel, die in Polen gerade so ausgemacht werden in der Politik. Und sie hat neue Feindbilder geschaffen, die eben für den Rechtspopulismus heute wichtig sind in Polen. Und unter anderem ist auch die Rolle der katholischen Kirche noch ein bisschen gewachsen durch ihre Unterstützung der politischen Opposition, wodurch sie ein bisschen ihre Macht ausgebaut hat und eine ja sehr spezielle Rolle hat im Vergleich zu anderen Ländern in Europa. Kommen wir zu den Parteien, die es seit 1989 gibt. Ah ja, hier ist der Knopf, genau. Ich habe jetzt versucht,
so ein Bild darzustellen, da komme ich auch später drauf. Also das Parteiensystem in Polen ist immer noch wenig konsolidiert. Das macht es doch sehr schwer, damit umzugehen. Das Parteiensystem ist meiner Meinung nach der größte Schwachpunkt des modernen polnischen Staatswesens. Es gibt immer noch eine starke Bereitschaft unter den Abgeordneten, die Partei zu wechseln, sogar das Lager zu wechseln, also ideologieübergreifend, um ja, persönliche Vorteile zu nutzen. Und man macht das auch öffentlich, ohne da irgendwie Bedenken zu haben. Also die Parteienbindung ist generell relativ schwach, auch bei der Wählerschaft. Die Wechselwählerschaft ist sehr hoch, die Politik ist sehr personalisiert und boulevardesk. Also man hat es auch gehört, Populismus ist auch ein Instrument, der durchgehend durch alle Parteien in Polen genutzt wird, um mehr Öffentlichkeit zu generieren, einfach aufzufallen. Ich habe versucht, eben mit diesem Bild, das ich einen Tag lang erstellt habe, zumindest zu schauen, was für theoretische Strömungen es im Laufe der Zeit gab. Ganz unten sehen wir ab 89 eben die erste halbfreie Wahl und dann alle möglichen Wahlen. Ich habe jetzt Regionalwahlen, Europawahlen und Parlamentswahlen mit reingenommen, einfach um zu zeigen, ja, was für eine Ruck gab es jeweils. Man sieht hier im Prinzip 8 bzw. 9 Strömungen. In Rot natürlich die PZPR bzw. linke Kräfte, heute in Form der postkommunistischen Partei SLD, wie sie sich nennt. Dann ganz klein, also Grün und Gelb, die ehemaligen Blockparteien der politischen Mitte und Violett in dem Fall die ideologiefreie bürgerliche Bewegung, die dann eben zu einer konservativen Parteien sich entwickelt hat. Und ganz rechts sieht man noch, in Braun, Pax steht da, also eine kleine nationalistische Blockpartei, die es schon im Realsozialismus gab. Links sehen wir bei den roten Punkten, es gab immer wieder im Laufe der Zeit Versuche von links oder vom linken Liberalismus eine Alternative ja, zu platzieren zur SLD, also zu den Postkommunisten. Man sieht auch, der Liberalismus hat sich zuerst gespalten, ist dann so ab 2001 irgendwie Versenkung verschwunden und ist aufgegangen in der PO und genau, was wichtig ist für Polens Parteiengeschichte, in Grün sieht man das, das ist die PSL, das ist im Prinzip die einzige nicht linke Partei, die zum alten Block gehört. Es ist eine neue, alte Gründung, sie geht zurück auf eine Bewegung in den 20ern und sie ist sehr verankert in der Gesellschaft, in der ländlichen Gesellschaft vor allem. Es ist eine agrarische Partei, sie wird in der deutschen Literatur als Bauernpartei bezeichnet. Sie hat sehr feste Strukturen in der Landwirtschaft und wird eben auf dem Land sehr stark gewählt. Sie ist aber pro-europäisch eingestellt. Sie war die kleinere Koalitionspartnerin der PO jetzt über 8 Jahre hinweg. Dann sehen wir ganz links in Konkurrenz zu ihr und auch zu anderen linken Kräften die Sama Obrona. Die war während der Populistenregierung relativ wichtig, also eine ja, linkspopulistische, auch agrarische, kleine Partei im populistischen Nebensinne, weil sie stark ausgerichtet war auf ihren Parteivorsitzenden Andrzej Lepa. Sie war eben an der Regierung beteiligt bis 2007, ist nach den Neuwahlen in der Versenkung verschwunden und auch nach seinem Selbstmord 2011 spielt sie gar keine Rolle mehr. Die andere Koalitionspartei in der Populistenregierung, auf die ich später noch komme, war die LPR, das sieht man ganz rechts. Das sind jetzt verschiedene Parteien, die so ein bisschen dem rechten Spektrum, also dem Rechtsradikalen auch zugerechnet werden können. Den größten Erfolg hatte dieses Spektrum, diese Strömung in Form der LPR, der Liga Polnischer Familien, die auch eben in dieser Populistenregierung beteiligt war bis 2007, die aber auch nach den Neuwahlen aus dem Parlament geflogen ist und keine Rolle mehr spielte. Eine Besonderheit für das polnische Parteiensystem ist auch die libertäre Strömung. Wir sehen das hier in hellblau ein bisschen, am Anfang in Form der sogenannten Union der Realpolitik. Das ist so ein kleines ja, Sammelbecken für libertäre Kräfte, für Neomonarchisten, für EU-kritische Querdenker, sage ich mal vorsichtig. Sie ist aktuell im Europaparlament vertreten. Ihr Vorsitzender sitzt neben Martin Sonneborn, ist aufgefallen in neuester Zeit wegen seinem Hitlergruß. Sie hat das jetzt aber
erfolglos versucht, in den Sejm ins polnische Parlament zu kommen. Nicht im Bild sind die Grünen, die polnischen Grünen, genannt Zieloni, die seit 2004 existieren. Mit wenigen Ausnahmen haben die Grünen in Polen immer auf Listen anderer Parteien kandidiert, auf Listen der Linken oder liberaler Kräfte, weil sie sich selbst keinen Erfolg ausmalen. Sie haben so ein Potenzial wahrscheinlich von 4-5% aktuell und bei der Präsidentschaftswahl haben sie immerhin doch medial sehr wirksam eine transsexuelle Kandidatin aufgestellt, die, glaube ich, auch 4-5% geholt hat, wenn ich mich nicht irre. Ich habe so ein paar Punkte, da gehe ich noch später mit drauf ein, zum Beispiel Niedergang der Sozialdemokratie, da müssen wir vielleicht in der Diskussion mal drüber sprechen. Zum Überblick, bis 2015 gab es im Grunde 6 verschiedene Regierungsphasen in Polen. Das ist vielleicht einfacher, das so darzustellen, als sich die einzelnen Regierungen anzugucken. Bis 2005 waren diese natürlich geprägt von einem Hin und Her zwischen dem postkommunistischen Lager und dem Post-Solidarność-Lager, also der ehemaligen Opposition. Die Phasen waren geprägt von harschen Reformen in der Sozial- und Wirtschaftspolitik. Und dann auf die sogenannte Populistenregierung 2005 bis 2007 gehe ich noch später ein. Die nun abgewählte Regierung aus PO, also der linkskonservativen Bürgerplattform und der PSL, dieser Bauernpartei, regiert ab 2007, also 8 Jahre lang, und ist die einzige Regierung, die 2 volle Legislaturperioden ohne Krisen überstanden hat und auch wiedergewählt wurde in Polen. Wenn es um die Konfliktlinien geht in Polen, wird es leider nicht weniger kompliziert. Wichtig für die Unterteilung war am Anfang vor allem quasi Unterschied zwischen einer sogenannten dicker Strichpolitik und dem Wunsch nach Lustration, also der Frage, ziehen wir einen Schlussstrich, machen wir jetzt einen Neuanfang gemäß des runden Tisches mit allen zusammen und bauen an der Zukunft des Landes und vergessen einfach, wer was angestellt hat in den 80ern zum Beispiel, oder gucken wir genau hin und machen öffentlich, wer war für die polnische Stasi tätig, solche Geschichten, also eine Abrechnung mit den alten Kadern. Das war lange Zeit wichtig. Es ging also um das alte System gegen das neue System. Die populistische Regierung zwischen 2005 und 2007 und auch die jetzige Regierung, die 2 Legislaturperioden bestand, die bilden so eine Art Bruch, weil eben Kräfte aus beiden diesen alten Lagern zusammengearbeitet haben. Die Parteien selbst sind in ihrer Programmatik sehr flexibel. Ich habe daher hier eine aktuelle Darstellung des polnischen Wahl-O-Maten genommen, den es vor der Wahl gab, weil eben die Darstellung dieser Art in der Literatur und auch meiner eigenen, die ich hatte, sehr stark davon abweichen, also in alle möglichen Richtungen. Das ist doch ein bisschen irritierend. In Bezug auf Konfliktlinien geht es in Polen jedenfalls immer um die Frage Staatsinterventionismus gegen Marktwirtschaft ohne Adjektive, nennt sich das dann. Oder einen hohen Stellenwert haben Fragen soziokultureller, weltanschaulicher Natur, weniger sozioökonomische Aspekte. Die Rolle der Kirche spielt eine Rolle, also Klerikalismus gegen Antiklerikalismus und natürlich auch die Einordnung bestimmter zeitgeschichtlicher Ereignisse. Ganz wichtig immer noch der Flugzeugabsturz von Smolensk, wie der eingeordnet wird, ob das jetzt eine Verschwörung war oder nur eine Katastrophe, also nur ein Unfall. Ökonomische Probleme werden in Polen hinter kulturellen Konflikten versteckt. Sogar die Linke propagiert eher den Aufstieg in die Mittelklasse als den einzigen Weg. Man streitet also eher darüber, was bedeutet Identität für die Polen, welchen Platz nehmen Begriffe wie Nation und Weltoffenheit zukünftig ein. Auf dem Diagramm geht es im Grunde um die Einteilung der Parteien jetzt im Zuge der Wahlen, um wirtschaftspolitische, gesellschaftspolitische Kategorien. Man sieht komischerweise, dass die meisten Parteien eher zum Etatismus neigen, also einem starken sozialen Staat. Und eigentlich haben wir nur mit N steht für eine ganz junge, kleine neue Partei, Nowoczesna, die moderne, eine wirtschaftsliberale Partei, die also eine Ausnahme darstellt. Jetzt hatten wir kürzlich Wahlen in Polen, 17 Parteien,
und 60 unabhängige Kandidaten wurden zugelassen. Die Wahlbeteiligung war wie immer sehr schwach, nur 50,92% der Wahlberechtigten sind an die Urne getreten. Als stärkste Kraft hervorgegangen ist natürlich die PiS, also Recht und Gerechtigkeit, mit fast 38% der Stimmen. Schaut man sich eigentlich die an, wer sie oder im Verhältnis zu den Nichtwählern die Prozentpunkte an und auch überhaupt der Wahlberechtigten, dann haben eigentlich nur 18 bzw. 14% der Polen diese Partei gewählt. Einfach aufgrund der starken Nichtwählerschaft. Die regierende PO, die Bürgerplattform, hat mehr als 15% eingebußt. Neu im Parlament ist diese Nowoczesna, also diese wirtschaftsliberale Partei. Sie hat der PO viele Stimmen weggenommen. Sie hat ein Programm, das dem Programm der PO aus ihrer Anfangszeit ähnlich ist. Und neu ist auch ein bisschen schwieriger Kandidat, diese Wahlaktion Cookies 15 um den Rockmusiker Paweł Cookies. Komplizierter Akteur deswegen, weil eigentlich ein sehr schwaches Wahlprogramm, sehr seltsame Forderungen nach der Änderung des Wahlrechts zum Beispiel. Wieso wurde nicht erklärt, um die Wahllisten vollzubekommen, hat er auf verschiedene Leute aus der Kultur zurückgegriffen und leider auch aus dem rechtsextremen Umfeld. 8 Leute sind eben in diesem Zuge ins Parlament gezogen, die früher zum Beispiel in der altpolnischen Jugend tätig waren. Er stellt so eine Besonderheit dar. In Polen gibt es quasi seit dem Beitritt zur EU immer das Potenzial für irgendeinen neuen Newcomer, so ein One-Hit-Wonder, der so um die 10% holt, anti-Establishment-mäßig auftritt, danach aber wieder in der Versenkung verschwindet. Vor Cookies war das Janusz Palikot, ein Unternehmer. Bei der Europawahl war es zum Beispiel Korwin Mikke, ein Publizist. Und das setzt sich sofort. Das sind also dann eben so kleine Strömungen bzw. einzelne Personen, die kleine Parteien um sich herum scharren und dann für eine Periode auftreten, medienwirksam dann wieder verschwinden. Die SLD bzw. die Vereinigte Linke, eben die Postkommunisten oder die polnischen Sozialdemokraten, wenn man so will, sind aus dem Sejm, aus dem Parlament geflogen das erste Mal. Sie haben zwar 7,6% geholt, sie haben aber mit 5 anderen Parteien aus dem linksliberalen Spektrum koaliert bzw. ein Wahlbündnis gegründet. Und als Wahlbündnis muss man die 8%-Hürde überspringen. Da fehlten leider 0,45%. Stimmen weggenommen hat der Partei auch eine neue Gruppierung namens Razem zusammen. Eine, vielleicht vergleichbar mit der Linken in Deutschland Partei, gebildet von jungen linken Intellektuellen, die vorher eben nicht in der postkommunistischen Partei tätig waren. Sie haben 3,5% geholt und dadurch eben auch nicht die 5%-Hürde überwunden. Kommen wir zum wichtigsten Akteur der polnischen Parteienpolitik im Moment. Das ist Jarosław Kaczyński und seine Partei PiS, Recht und Gerechtigkeit. Vielleicht ein paar Worte zu Kaczyński selbst, auch in Bezug auf das, was zum Beispiel zu Geert Wilders gesagt wurde. Kaczyński selbst stammt unmittelbar aus dem Kreis der Solidarność, also der Opposition. Und er war von Anfang an beteiligt. Er war in den 90ern an der Seite Lech Wałęsas aktiv. Er war 1991 bis 92 an einer Regierung beteiligt. Er hat aber viele negative Erfahrungen und Enttäuschungen gesammelt. Er hat ziemlich schnell eine sehr radikalisierte Rhetorik an den Tag gelegt. Er hat interne Konflikte hervorgerufen und sich dadurch marginalisiert und später auch mit Wałęsa gebrochen und früh eine Feindschaft zum liberalen Flügel der Opposition entwickelt. Der Vorwurf, dass sie durch die Zusammenarbeit mit den Postkommunisten eben bestimmte Reformen nicht zügig genug umsetzt. 1993 bis 2001 ist er von der Bildfläche völlig verschwunden. Sein Zwillingsbruder Lech Kaczyński, der nicht mehr lebt, war immerhin in der konservativen AWS tätig. Er war Justizminister für kurze Zeit unter Premier Jerzy Buzek, der später Europaparlamentspräsident wurde, und Bürgermeister von Warschau. Die PiS selbst ist 2001 gegründet worden, also unmittelbar vor dem Beitritt der EU. Sie generierte ihre Mitglieder aus der AWS, aus konservativen Kräften. Und auf den ersten Blick wirkt sie eben wie eine klassische konservative Partei, die eben die soziale Marktwirtschaft propagiert, ein solidarisches Staatsverständnis, christliche Werte.
Mit dem Kurs hat sie sich auch in einigen Regionen Polens doch relativ gut als feste realpolitische Kraft etabliert, zumindest auf regionaler Ebene, wo sie auch länger schon in Verantwortung stand. Sie ist jetzt auf Landesebene auf jeden Fall eine rechtspopulistische Kraft. Sie steht für den vermeintlichen Kampf zwischen also der Gesellschaft für Errungenschaften wie Freiheit und Wohlstand in Polen. Sie ist sehr stark historisch orientiert, nationalistisch, konfessionell, nicht explizit ethnisch, weil das eben im Diskurs keine Rolle spielt. Aber sie hat eine stabile Wertebasis, aber sie hat im Gegensatz zu den typischen konservativen Parteien, die in Polen von der PO oder der PS repräsentiert werden, hat sie keine Loyalität gegenüber den Institutionen, die in Polen etabliert wurden, also gegenüber dem Staatswesen. Sie sucht auch immer wieder nach soziokulturell definierten Sündenböcken und spricht eben vor dem Verlust kollektiver Identität, was eigentlich sehr interessant ist im Zusammenhang mit Polen, einem sehr homogenen Staat. Das heißt immer, Polen befindet sich in einem Zustand postkommunistischer Fassadendemokratie. Das heißt, eigentlich müsste man eine vierte Republik gründen. Das ist immer so ein Stichwort. Polen gilt jetzt als dritte Republik. Das sei nur so ein Kompromiss. Es geht immer die Sorge um vor korrupten Ex-Kommunisten, vor Geheimagenten, liberalen Eliten und neureichen Transformationsgewinnern. Sie hat eine romantische Vorstellung von einem homogenen Volk. Und sie macht einen starken Unterschied zwischen den Worten Nation und Gesellschaft. Selbst wenn jetzt bestimmte zeitgeistliche Strömungen auftauchen in Polen und die Gesellschaft sich wandelt, sagt sie, das ist aber nicht die Nation. Wir wissen, was die Nation will, die Gesellschaft liegt falsch. So eine Rhetorik. 2005 bis 2007 war sie für 2 Jahre an einer Regierung beteiligt. Sie hat damals 27% geholt, wurde knapp stärkste Kraft. Im Vorfeld gab es eine Kapitalkrise und eine hohe Arbeitslosigkeit. Premier wurde Kazimierz Marcinkiewicz, ein relativ unbekannter, aber junger Politiker. Zuerst hat man eine Minderheitsregierung gebildet, hat dann 2006 eine Koalition gemacht mit der Samobrona und der Liga Polnischer Familien. Kaczyński hat dann Marcinkiewicz vom Amt verstoßen, weil dieser die Autorität Kaczyńskis eben untergraben hat ein bisschen. Der Kurs der Partei wurde in der Koalition konfrontativer. Polen hat sich in der Politik in der EU ziemlich stark isoliert durch verschiedene Ansätze, die von der Regierung kamen. Auf der Agenda ging es darum, eben den Ausbau der inneren Sicherheit, die Verschärfung der Strafgesetze, man hat ein Antikorruptionsbüro installiert. Viele Gesetzesvorstöße wurden aber vom Verfassungsgericht torpediert und die Koalition hat sich ziemlich schnell zerstritten und es gab 2007 eben Neuwahlen. Die PiS ist in die Opposition gegangen, die beiden kleinen Koalitionspartner sind in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, die haben um die 1% geholt. Ich bin auch gleich fast fertig. In der Zwischenzeit, eigentlich war das jetzt schon zu früh, also vielleicht noch kurz im Vorfeld der Wahlen oder im Zuge der Wahlen, wir sehen jetzt auch 2 andere Personen, die PiS hat ihren kämpferischen Stil abgelegt, mehrheitlich, also zumindest bis vor kurzem. Sie versucht sich eben als etablierte, volksnahe, realpolitische Partei des kleinen Mannes darzustellen. Kaczyński hat sich zurückgezogen ein bisschen, sie stellen junge, unverbrauchte Personen dar. Die Spitzenkandidatin bei den Parlamentswahlen war Beata Szydło, eine Kommunalpolitikerin. Sie versucht also nahbar zu wirken, aber in der Realität ist es ganz anders. Die Partei ist eben wie bei Geert Wilders sehr stark auf Kaczyński ausgerichtet. Sie hat keine Struktur von unten nach oben, sondern von oben nach unten. Der Unterschied ist eben, dass Kaczyński selbst nicht mehr als charismatischer Führer funktioniert und sich eben zurückhält. Jetzt auf die Inhalte noch zum Schluss. Wirtschafts- und sozialpolitisch verfolgt sie ein wohlfahrtsstaatliches Programm. Sie will einen regulierenden, intervenierenden Staat.
Sie will Besteuerung von Besserverdienern, Kleinunternehmer entlasten. Und sie hat dieses Konzept des solidarischen Polens gegen das angebliche liberale Polen der Bürgerplattform. Und im Fokus des Wahlkampfes waren jetzt auch junge Menschen und Unternehmer, junge Unternehmer. Sie hat viele Wahlversprechen aufgestellt, die auch für den Wahlsieg entscheidend waren. Sie wollte das Renteneintrittsalter auf 65 Jahre zurückstufen, für Frauen auf 60, einen Steuerfreibetrag erhöhen, das Kindergeld erhöhen, den Mehrwertsteuersatz senken, kostenlose Arzneimittel für Senioren, den Mindestlohn erhöhen, heimische Betriebe bevorzugen, also solche Punkte. Die Kosten hat sie selbst auf ungefähr umgerechnet 10 Milliarden Euro geschätzt und auf als Einnahmequellen eine bessere Steuereffizienz herangezogen und auch den Wunsch geäußert, eine Bankensteuer einzuführen und auch großflächige Einzelhändler zu besteuern. Wobei die Opposition und auch unabhängige Institute schätzen eigentlich die Kosten auf 15 Milliarden pro Jahr. Außeneuropapolitisch ist sie relativ schwach aufgestellt. Das spielte kaum eine Rolle im Wahlprogramm. Klar ist, sie will die nationale Souveränität Polens sichern und sie gilt teilweise als europaskeptisch und macht Russland zum Beispiel als ein Problemfaktor aus. Gesellschaftspolitisch orientiert sich die PiS an traditionellen Werten, an der katholischen Kirche. Sie ist gegen die Legalisierung der Sterbehilfe, der Abtreibung und gegen die Gleichstellung homosexueller Partnerschaften. Ja, zum Schluss habe ich ein paar Thesen, die vielleicht für die Diskussion auch interessant werden. Der populistische Moment, so finde ich, für die PiS oder überhaupt die populistischen Kräfte war der Beitritt zur EU oder die Ereignisse vor dem Beitritt zur EU. Quasi die EU jetzt als greifbarer Feind, den man irgendwie einarbeiten kann in seine Programmatik. Der Erfolg der PiS basiert auch leider auf negativen Erfahrungen der letzten 25 Jahre in Polen, die eben nicht alle Einwohner positiv mitgenommen haben. Und auch auf der ausbleibenden Konsolidierung des Parteiensystems, das ist immer noch viel zu kompliziert für die Leute. Es ist also der Akt zu wählen, zu entscheiden, was wähle ich. Aus soziologischer Sicht ist das ein Kraftakt, den man gar nicht vergleichen kann mit einem etablierten System in Deutschland. Und natürlich hat auch die Regierungskoalition Schuld daran, sie ist sehr arrogant aufgetreten. Die Bürgerplattform hat einen Anti-Wahlkampf betrieben. Sie hat eigentlich nur gesagt, die PiS ist schlecht, wir haben so viel Gutes getan. Sie hatte aber nichts auf der Agenda, womit man irgendwie hätte arbeiten können. Sie dachte, sie schafft es, bei der Präsidentschaftswahl leicht zu siegen und auch eben das Parlament für sich zu gewinnen. Und eben aus den Wechselwählern der letzten Jahre sind vor allem Nichtwähler geworden, weil das Problem ist einfach, dass vor allem die bildungsnahen Schichten, die Nutznießer oder die Gewinner der Systemtransformation sind, die gehen nicht mehr wählen. Und das ist ein großes Problem. Und damit schließe ich meinen Vortrag. Vielen Dank.